Herzlich willkommen auf dem InDesign-Blog. Im heutigen Quick-Tipp geht es um das Thema Abstände. Ich habe hier unten eine Linie und einen Textblock und diese Linie hat einen gewissen Abstand von dem Textblock. Ich möchte aber gerne, dass diese Linie und der Textblock genau 2,5 mm voneinander entfernt sind. Das ist jetzt in dem Fall hier nicht so. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das bewerkstelligen kann. Zum einen kann man sich Hilfslinien aufziehen. Man kann mit einem Kästchen Platzhalter arbeiten, um die Abstände auszumessen. Und ich möchte euch gerne meinen Weg zeigen. Und der geht über die Ausrichtenpalette. Die öffne ich mal hier. Ihr findet die Ausrichtenpalette auch über Fenster, Objekt, Layout und dann hier Ausrichten oder mit dem Shortcut Shift F7. Okay, ich wähle mal beide Objekte aus, also die Linie und auch den Textblock. Und dann gibt es hier unten in der Palette einen Bereich, der nennt sich Abstand verteilen. Ich habe jetzt hier den Button für horizontal und den Button für vertikal. Und ich habe hier eine Option Abstand verwenden. Dieses Häkchen muss gesetzt sein hier vorne. Und hier hinten gebe ich jetzt den Wert ein, den ich haben möchte, nämlich 2,5 mm. Ich bestätige das mit der Return-Taste. Da passiert erstmal nichts, denn ich muss einen von diesen beiden Buttons hier drücken. Und ich will in meinem Fall ja die horizontale Verteilung haben. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf und dann wird der Textrahmen an die Linie angeschoben. Soweit schon mal gut. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich will nicht, dass der Text zur Linie geht, sondern die Linie soll zum Text gehen. Also ich mache nochmal einen Schritt zurück. Jetzt kommt sozusagen noch ein Bonustipp obendrauf. Neu seit CS6 ist, glaube ich, dass man an Objekten ausrichten kann. Das heißt, ich klicke nochmal auf den Textrahmen und jetzt bekommt er hier so eine blaue Linie. Das heißt, mein Abstand wird jetzt an dieser blauen Linie gemessen. Und wenn ich jetzt auf den Button nochmal drücke, dann wird eben die Linie an den Textrahmen sozusagen herangeschoben. Und das ist das, was ich haben wollte. Jetzt habe ich genau die 2,5 mm zwischen meiner Linie und meinem Textrahmen. Ja, das war's für den heutigen Quick-Tipp. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas löst. Macht ihr das mit Hilfslinien? Macht ihr das mit Kästchen? Kennt ihr die Funktion hier schon? Setzt ihr die in Zukunft ein? Ich finde es ziemlich praktisch. Und ich würde mich freuen über euren Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Tipp.